Wofür steht die Partei, die Sarah Wagenknecht gründen möchte, fragen wir Sie selbst. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Schönen guten Abend. Bleiben Sie bitte sitzen. Heute stehen alle auf. Hallo Frau Wagenknecht. Weil wir gerade sehr viel über Israel gesprochen haben und diesen Satz, der ja von Merkel einmal geprägt wurde, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson, würden Sie das unterschreiben? Ja, selbstverständlich. Also wir haben die Verantwortung, das Existenzrecht von Israel ohne Wenn und Aber zu verteidigen, zu unterstützen, auch allem, was antisemitisch ist, entgegenzustehen. Mhm. Überhaupt keine Frage. Nur heißt das natürlich nicht, dass wir deswegen alles gut finden müssen, was die israelische Regierung macht. Also viele Israelis kritisieren ja auch massiv die Regierung, weil sie sagen, das, was jetzt dort in Gaza passiert, das spitzt den Konflikt zu. Also es ist ja so, natürlich die Hamas ist eine barbarische islamistische Terrororganisation. Mhm. Aber wir müssen natürlich schon darüber reden. Und ich finde richtig, was der UN-Generalsekretär gesagt hat. Dieser Konflikt ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Und es ist schon eine Frage, wie konnte eine solche terroristische Organisation so viel Rückhalt bekommen? Mhm. Und das hat sie auch deshalb, weil die Interessen der Palästinenser seit Jahren, seit Jahrzehnten mit Füßen getreten werden. Von der Hamas? Nein, natürlich. Nicht von der Hamas, sondern dadurch, dass Israel, die israelische Regierung, eben die Zwei-Staaten-Lösung absolut nicht will, dass sie die Siedlungspolitik vorantreibt und dass dadurch, ich meine, dadurch ist ja zum Beispiel die PLO, die es ja mal als säkulare Organisation der Palästinenser gab, immer schwächer geworden und die Hamas verdankt diesem Konflikt ihren Aufstieg. Mhm. Und was ich eben wirklich nicht verstehe, ist, dass aus Fehlern nicht gelernt wird. Also, dass man islamistischen Terrorismus mit Krieg nicht schwächt, sondern stärkt, das haben wir ja nun schon in vielen anderen Konflikten erlebt. Also, ich erinnere an Afghanistan. Ja, bleiben wir bei Israel, weil die Frage ist ja wirklich die, dass, wenn man in die Geschichte guckt, hat Israel alles Mögliche gemacht. Also von Friedenszeiten, von Besatzung, von Unterdrückung bis eben hin, aber auch zur ausgestreckten Hand. In der jetzigen Situation sind Sie für einen Waffenstillstand? Ich bin dafür, also nicht mit der Hamas zu verhandeln, aber mit den palästinensischen Organisationen, die nicht islamistisch sind. Und ich bin dafür, dass man versucht, auf den Weg einer Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, weil ich fest überzeugt bin, diese furchtbaren Bombardierungen, am wenigsten wird wahrscheinlich die Hamas davon getroffen, die ist in ihren Tunneln eingegraben, sondern also das sind hauptsächlich Zivilisten. Ich meine, das sind zigtausend Menschen und da leben ja 2 Millionen Menschen, die Hälfte sind Kinder. Wenn man so vorgeht, schürt das Hass. Und Hass ist genau der Boden, den Organisationen wie die Hamas brauchen. Also man hilft ihr am Ende. Ja, also ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Wir werden heute, Frau Wagenknecht, die Parteiprogramm nicht besprechen können, weil es gibt es noch nicht. Aber wenn Sie uns bitte die Liebe tun wollen, ein paar Positionen. Bisschen wie beim Wahl-O-Mat, wo das ja auch immer abgefragt wird, mit Ja oder Nein zu beantworten. Dann wissen wir ein bisschen, wohin Sie gehen. Sollte die AfD verboten werden? Also ich halte es für völlig falsch zu glauben, dass man so rechte Positionen bekämpft. Wir müssen uns politisch mit der AfD auseinandersetzen. Also nein, Sie wissen, beim Wahl-O-Mat kann man Ja oder Nein antworten. Ja, aber sie stellen dann immer Fragen, die man wahrscheinlich nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. So steht es beim Wahl-O-Mat, eine großartige Einrichtung, um zumindest so ein bisschen Überblick zu bekommen. Sollten Wölfe zum Abschuss freigegeben werden? Hochumstrittene Frage. Also ich glaube, man muss sich wirklich angucken, in welcher Größenordnung sich das bewegt. Weil ich verstehe, dass Landwirte, die eine Schafsherde haben, also zutiefst entsetzt sind und auch ihr persönlichen richtig massiv geschädigt. Was macht denn Ihre Partei dann? Für oder gegen Abschuss? Kommt auf die Größenordnung an und wie häufig solche Dinge passieren. Die nächste ist einfach. Wahlalter auf 16 senken. Nein. Geht doch. Legalisierung von Cannabis. Ja. Sollte es ein generelles Verbot von Werbung für Abtreibung geben? Ja, was heißt Werbung für Abtreibung? Also es wird ja unterstellt, dass Gynäkologen, die sagen, dass sie das machen, dass sie damit Werbung betreiben. Das ist natürlich Unsinn. Also okay, also ist kein Verbot. Sinnvoll, dass das gemacht wird. Bis zu 3 Monaten, finde ich, das ist in Deutschland ja Tempolimit so legal. Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Das ist einfach, Frau Wagenknecht. Das ist wirklich mit Ja oder Nein zu beantworten. Also, na gut, da kommt es nur auf die Geschwindigkeit an. Ich finde, 130 kann man vertreten. 130. Solidaritätszuschlag für alle abschaffen? Nein, weil es sind jetzt wirklich die absoluten Besserverdiener, die noch zahlen. Sollte Deutschland eine WM in Saudi-Arabien boykottieren?
Ich glaube, dass der Boykott von Sportereignissen wirklich nicht dazu beiträgt, irgendwas politisch zu lösen. Auch wenn wir dieses Regime dort wirklich zutiefst unsympathisch ist. Also eher nein. Sollte Deutschland aus der EU austreten? Ich wünsche mir eine andere EU. Und ich glaube, dafür sollten wir uns einsetzen, dass nicht immer mehr Macht in Brüssel konzentriert wird, sondern dass es eine gute Zusammenarbeit der europäischen Länder gibt. Und bis das wäre aber eine andere EU. Bis es soweit ist, austreten oder nicht? Na, man kann meistens Organisationen besser dadurch verändern, dass man in ihnen ist, als nicht man draußen ist. Sollte Deutschland aus der NATO austreten? Da gilt das Gleiche. Wir brauchen ein defensives Verteidigungsbündnis. Wir brauchen eins, das versucht zumindest, Abrüstung zu befördern, Interessenausgleich, und nicht eins, das zur Aufrüstung verpflichtet und eher auf Kollisionskurs ist, zumal die Führungsmacht der NATO eben auch wenig Rücksicht auf ihre Verbündeten oft nimmt. Es ist jetzt viel geschrieben worden über die Frage, was das für eine Partei inhaltlich ist. Wer entscheidet denn am Ende über diese Fragen? Und was davon im Parteiprogramm dann drin ist und was nicht? Sie? Ja, es gibt in Deutschland keine Partei, wo ein Mensch alleine entscheidet. Aber natürlich. Im Moment gibt es nur eine, die ihren Namen trägt. Das ist ihre. Trotzdem gilt ja das Parteienrecht. Und das Parteienrecht sagt natürlich, am Ende werden Parteitage und es werden Vorstände darüber entscheiden. Ist doch völlig klar. Mhm. Aber natürlich ist es das Anliegen dieser Partei, eine bestimmte Programmatik und einen bestimmten Inhalt zu vertreten, der meines Erachtens in unserer Politik fehlt. Ich meine, warum fühlen sich denn so viele Menschen von den meisten von allen Parteien nicht mehr vertreten? Weil es eigentlich für jemanden, der sich wünscht, dass Vernunft in die Politik zurückkehrt, dass wir etwas dafür tun, dass wir unsere wirtschaftlichen Stärken behalten, dass es aber gleichzeitig auch mehr soziale Gerechtigkeit gibt, dass unsere Kultur, dass das, was den Menschen auch wichtig ist, geachtet wird. Wer alles das wichtig findet, der kann CDU, SPD und Grüne, alles, was Sie jetzt gesagt haben, Vernunft, eine starke Wirtschaft, dass wir soziale Gerechtigkeit haben, sagen doch alle Parteien, wo ist der Unterschied? Es geht ja nicht darum, was Sie sagen, es geht darum, was Sie tun. Ja. Und ich meine, ich finde ja auch zum Beispiel wunderbar, die SPD beschließt jetzt oder hat zumindest einen Antrag auf ihrem Parteitag, 95% der Menschen sollen steuerlich entlastet werden. Ja, in der realen Politik haben wir eine Koalition, da stellt die SPD den Kanzler, die wird im nächsten Jahr die steuerliche Belastung der Menschen nochmal um 23 Milliarden Euro erhöhen, dann in einer Sie, Situation, wo viele Leute schon nicht mehr wissen, wie sie über Sie den Monat alleine regieren kommen. Am Ende. Nochmal die Frage, Frau Wagenknecht, wird denn die Partei jetzt ihren Namen weiterhin im Titel dann haben? Weil es gibt ja im Moment nur den Verein. Also für eine Übergangszeit werden wir das aufrechterhalten, weil es ist ein Problem neuer Parteien, also schon mal ganz schlicht, sie müssen auf dem Wahlzettel gefunden werden. Das ist nicht so ganz banal, der ist nämlich ganz lang und wir stehen ganz unten. Für die Übergangszeit wird es so sein. Aber ich finde eigentlich viel wichtiger, darüber zu reden, was sich in Deutschland verändern muss. Also wir können doch nicht so weitermachen. Die Menschen spüren doch, wie viel nicht mehr funktioniert, dass wir tatsächlich ganz akute Probleme haben. Also es ist ja nicht nur, dass kaum ein Zug pünktlich fährt, dass der Kassenpatient Monate wartet, ehe er einen Facharzttermin bekommt, sondern das sind ja auch wirklich noch viele, viele andere Probleme. Zigtausende Wohnungen fehlen, Lehrer fehlen, Kitas fehlen. Alles richtig. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Migration. Und ehrlich gesagt, Herr Kohl, ich wundere mich ein bisschen, wenn Sie jetzt sagen, ich sei hier rechtsextrem. Also bitte, ich meine, ich habe das zwar schon vor ein paar Jahren gesagt, das stimmt, aber inzwischen haben doch die meisten eingesehen, dass wir diese unkontrollierte Zuwanderung dann ganz so konkret, nicht aufrechterhalten können. Wie würden Sie es denn machen? Asylverfahren in Afrika? Ich halte tatsächlich es für sinnvoll, wenn man in Drittstaaten, hier als sichere Drittstaaten gelten, Asylverfahren macht. Weil auch in Afrika? Ja, also natürlich auch in Afrika, weil es kann doch nicht sein, dass die Schleuser darüber entscheiden, wer nach Europa kommt. Also wer wirklich Asylanspruch hat, der sollte einen sicheren und legalen Weg nach Europa haben. Wer keinen Asylanspruch hat, der sollte keinen haben. Aber wir müssen natürlich auch, weil immer Afrika gesagt wird, also die Wahrheit ist doch, wo kommen denn die meisten her, die zurzeit nach Deutschland kommen? Von den Asylbewerbern kommt der allergrößte Teil, über ein Drittel, aus Syrien, aus einem einzigen Land. Und da nützt es natürlich nichts, wenn man irgendwie sichere Verfahren in Ruanda macht. Also das ist ja ein bisschen auch am Thema vorbei. In der Tat, würden Sie bei die Menschen nach Syrien zurückschicken, wenn die zum Beispiel hier abgeschoben werden sollen? Ja, die Frage ist doch, warum kommen so viele Leute aus Syrien? Syrien war schon immer eine Diktatur.
Früher kamen aus Syrien, noch vor 10 Jahren, kamen kaum Asylbewerber. Ja. Es kamen ganz wenige, die wirklich politisch verfolgt waren. So, und dann hat dort ein Bürgerkrieg stattgefunden, bei dem der Westen durchaus einen Anteil hatte. Zusammen mit der Islamische Staat war ein Ergebnis des Irakkrieges. Ja. Also wir sind da nicht schuldlos. Und nach dem Bürgerkrieg wurde und wird Syrien mit massiven Sanktionen an jedem Wiederaufbau gehindert. Also ich bin schon dafür, nein, die Leute Sie können nicht alle hierher kommen, aber wir sollten auch etwas dafür tun, dass zu Hause bei Ihnen irgendwo wieder Perspektiven entstehen. Frau Wagenknecht, alles, was Sie sagen, sagen andere Parteien auch. Und die sind aber größer. Die haben sozusagen eine ganz große personelle Möglichkeit, das auch umzusetzen oder es zumindest zu versuchen. Wie groß soll Ihre Partei werden? Wer macht denn noch alles mit? Also wir haben jetzt die ehemalige linke Fraktionsvorsitzende gesehen. Ist Ihr Mann dabei? Es sind doch prominente Namen wie Alice Schwarzer dabei. Es werden ganz viele dabei sein. Also seit wir gestartet sind, bin ich kaum noch in der Lage, irgendwie mein E-Mail-Fach auch nur grob durchzugucken, weil tausende Mails gekommen sind von Menschen, die sagen, sie wollen dabei wollen sein. Sie die wollen alle uns ganz alleine durchgucken? Nein, ich werde die auch nicht alleine. Wir sind natürlich schon ein gewisser Kreis von Leuten. Also das ist ja jetzt schon, sind wir über 100 und natürlich werden wir auch wachsen und sehr viel mehr werden. Wir werden uns trotzdem angucken müssen, natürlich, das ist ja auch angesprochen worden, wer Mitglied werden kann. Wir wollen nicht Leute drin haben, die Extremisten sind. Wir Wie wollen machen nicht Sie Leute das denn? Das ist ein Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, das ist ein Sammelbecken natürlich auch. Sie wollen verhindern, das wird nicht einfach, denn eine Möglichkeit, den einen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, die wirklich engagiert, couragiert unterstützen wollen, aber natürlich auch, das ist das, worauf ich hinaus wollte, Spinner, Extremisten draußen zu halten. Wie schaffen Sie das, Frau Wagenknecht? Checken Sie bei jedem, der mitmachen will, den Insta-Account X oder wie? Gucken Sie auf die Gesinnung? Naja, was heißt auf die Gesinnung? Wir müssen am Anfang, wir werden langsam wachsen, was die Mitgliedschaft angeht. Da muss ich auch um Verständnis bitten, weil wir einfach bei anderen Parteien sehen, junge Parteien sind oft auch ein Anziehungspunkt für Leute, die Spinner und Extremisten, wie Sie sie nennen. Sicher auch. Und natürlich muss man deswegen gucken, wer reinkommen kann. Und das heißt, es wird das? Verschiedene Stufen geben. Ja, Parteien können sich nach dem Parteienrecht durchaus angucken, wer Mitglied wird. Und das wird dann eben langsam gehen, wenn man Menschen kennenlernt und die meisten, die zu uns kommen, die wollen sich ehrlich engagieren und die werden auch die Chance dafür haben. Mhm. Aber natürlich müssen wir das sehen, weil ich sehe auch bei anderen Parteien, wie stark sich Parteien verändern können. Ich meine auch Herr Lucke und Herr Henkel, die mal die AfD gegründet haben werden sich wahrscheinlich heute nicht mehr im Spiel angucken können dafür, was sie da tatsächlich jetzt an einer Partei oder was aus dieser Partei geworden ist. Sie hat sich sehr, sehr stark verändert, ist eine ganz andere Partei. Mhm. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ich glaube, dass wir einfach auch so viele, und das merke ich ja schon, ganz normale Leute, die im Leben stehen. Und da ist das Spektrum breit. Da ist die alleinerziehende Mutter, die jetzt, wenn sie bei Aldi einkauft, eigentlich sich ständig überlegen muss, was sie noch in den Einkaufswagen legen darf und kann und bezahlen kann, bis hin zu dem Handwerksmeister oder selbst dem Mittelständler, die alle sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen endlich auch wieder eine Politik haben, die ein bisschen durchdacht ist, die Konzepte hat, die einen Plan hat und nicht so erratisch. Ich meine, Sie haben eben gesagt, die sagen das alle, was ich sage. Ja, aber Sie machen es doch nicht. Ich meine, jetzt hat ein Flüchtlingsgipfel bis in die Nacht gestritten, wie man die Kosten irgendwie hin und her schiebt. Aber dass man die Zahlen wirklich reduziert, und das geht auch auf nationaler Ebene, da ist so gut wie gar nichts passiert. Sie meinen, die Grenzen sichern solche Dinge? Naja, ich meine, naja, die Grenzen ist das eine, aber das andere ist tatsächlich auch das Signal auszusenden, dass eben nicht jeder, der nach Deutschland kann, so ist es ja zurzeit, das ist ja der hauptsächliche Faktor, dass jeder eigentlich, der einmal hier ist, eine sehr große Chance hat, hier zu bleiben. Mhm. Und das können wir nicht. Wir schaffen es nicht. Und Herr Wüst hat ja heute genannt, die Zahl, also pro Asylbewerber, pro Geflüchteten, kostet das real den deutschen Staat 20.000 Euro pro Jahr. Das sind auf den Monat gerechnet 1.700 Euro. Erklären Sie mal einer Rentnerin, die ihr Leben lang hart gearbeitet hat, die zwei Kinder großgezogen hat, die von einer Rente von 1.700 Euro nur träumen kann, diese Ausgaben, so, das können Sie nicht mit erklären. Mit der migrationskritischen Haltung, die Sie hier haben, in Ihrer Partei ja deshalb so stark angeeckt. Das hier war ein schmerzhafter Moment, den wir uns noch mal anschauen. Das war 2016, Parteitag. Und Sie werden auch täglich angegriffen. Das war nur eine Torte, aber schlimm genug. Das war ein auf dem Höhepunkt auch einer Debatte, die Sie ja ausgelöst haben, eben mit Positionen, die der Rest der Linken, jedenfalls in der Spitze, nicht geteilt hat. War das der Moment eigentlich, wo Sie gedacht haben, in dieser Partei, da gehöre ich nicht mehr hin? War das der Beginn der Entfremdung?
das war ja nicht, das war damals nicht von der Linken irgendwie organisiert. Das war eine Gruppe in der Linken. Damals war die Mehrheit schon noch ein bisschen anders aufgestellt. Die Partei hat sich schon seitdem auch noch stark verändert. Also in vielen Punkten. Also da ist die Migrationsfrage, da geht es aber auch um andere Fragen, welche Gewichtung, welche Themen haben, ob man eben in erster Linie Politik für bestimmte kleine, radikale Milieus machen möchte oder eben doch für die breite Bevölkerung. Also da gab es eine ganze Reihe. Was ist denn ein kleines, radikales Milieu? Naja, also zum Beispiel diejenigen, die sich auf die Straße kleben. Also ich will ja jedem jungen Menschen zubilligen, dass er eine ehrliche Absicht hat. Aber ehrlich gesagt, dann wird man eben auch nur von kleinen radikalen Milieus gewählt, wenn man vor allem sich dafür engagiert. Und ich halte das für falsch. Das haben Sie geschrieben. Sie sind jetzt ausgetreten aus der Linkspartei, aber Sie wollen das Mandat behalten. Es gibt einige, die das nicht gut finden. Und dieser hier, der diese Partei, die Linke, mitgegründet hat, mit aus der Taufe gehoben ist dagegen, das ist Gregor Gysi. Wenn man jetzt eine neue Partei gründet und diese verlässt, darf man die Mandate nicht mitnehmen. Weil man ist ja nicht gewählt worden, um die Linke kaputt zu machen, sondern man ist ja für die Linke gewählt worden. Was antworten Sie, Gregor Gysi? Wollen Sie die Linke kaputt machen? Also ich muss sagen, es ist auch immer wieder was anderes, was mir vorgeworfen wird. Erst wurde mir vorgeworfen, weil ich in der Linken bleibe, mache ich sie kaputt. Und jetzt wird gesagt, weil ich ausgetreten bin, mache ich sie kaputt. Und was das Mandat angeht, ich meine, ich wurde ja... Also Sie wollen sie nicht kaputt machen? Ich hätte mir gewünscht, dass wir eine starke Linke in diesem Land haben, dass die Linke die Menschen erreicht, überzeugt, dass sie gerade bei der Politik, die die Ampel macht, dass ihr die Herzen zufliegen. Mhm. Aber dann hätte sie sich ganz anders aufstellen müssen. So, und was das bedauere ich, das tut auch irgendwo weh. Also ich habe mich ja lange Zeit in dieser Partei engagiert. Ist ja jetzt nicht so, dass man das sie mal sind eben seit so wegwirft. 1989 im Jahr des Mauerfalls sozusagen damals in die SED gegangen. Sie wissen, wovon Sie reden. Das ist die Partei, die quasi ihr ganzes politisches Leben mitgeprägt hat. Und Gregor Gysi hat jetzt gefordert, dass Sie das Mandat abgeben sollen, denn Sie haben es nicht direkt gewonnen, sondern Sie sind wie die anderen 10, die jetzt ausgetreten sind, über Landeslisten der Linkspartei hineingekommen. Und er sagt, wenn Sie die jetzt behalten, diese Mandate, dann beginnen Sie Ihre Neugründung mit einem höchst unmoralischen Diebstahl. Also erstens weiß Gregor Gysi, dass in Deutschland das freie Mandat gilt. Aber ich finde, dass ich auch ein moralisches Recht habe. Weil wir haben, gerade als diese ganze Debatte über die Mandate und Rückgabe der Mandate lief, ganz viele Menschen geschrieben. Und die haben mir gesagt, wenn Sie Ihr Mandat zurückgeben, dann wollen Sie auch Ihre Stimme zurück. Weil Sie haben die Linke auch wegen mir gewählt. Also, aber das Direktmandat haben Sie nicht gewonnen. Das muss man dazu sagen, anders als gut, Gregor Gysi. Ich bin ja gar nicht in einem Direktwahlkreis aufgestellt worden, weil mein Wahlkreis, den ich vorher immer hatte in Düsseldorf. Der Kreisverband wollte mich nicht mehr haben. Also ich konnte gar kein Direktmandat bis gewinnen. Bis dahin haben Sie es auch nie gewonnen. Aber also einfach ist nur, ja um Gregor Gysi so, zu erklären, trotzdem der sagt, ich wurde die immer Linke, glaube ich, nicht zuletzt auch wegen Positionen, ich will das jetzt gar nicht an mir als Person festmachen, aber auch wegen Positionen gewählt, wie sie viele von denen, die jetzt mit mir gekommen sind oder alle und auch ich persönlich vertreten. Also das, was wir als Schwerpunkt setzen, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft, Frieden oder auch Meinungsfreiheit, das ist schon auch ein Grund gewesen, warum Menschen auch die Linke gewählt haben. Insoweit finde ich diese Debatte wirklich nicht sehr sinnvoll. Ich glaube, jetzt geht jeder seiner Wege. Und ich meine, die Linke hat ja jetzt die Chance. Sie kann sich eigenständig aufstellen. Ja. Sie kann ihren Weg gehen. Und ich werde sie auch nicht mehr kritisieren. Das aber ist Sie jetzt nehmen eine vielleicht andere. Jemanden, der für die Linke Ministerpräsident ist, in Thüringen wichtige Stimmen weg. Und der kämpft nächstes Jahr gegen die AfD. Also werden Sie dort antreten gegen Bodo Ramelow? Wir streben an, in den Landtagswahlen anzutreten, natürlich. Ich finde aber diese Debatte auch ein bisschen. Ich meine, Höcke steht bei über 30%. Ja. Man sollte doch irgendwie darüber reden, warum in Thüringen zum Beispiel so viele Menschen eine Partei wählen, an deren Spitze in Thüringen wirklich ein Rechtsradikaler ist. Ich verstehe, ist. Aber wenn Herr Und Ramelow das ist doch dann das nicht Kernproblem. Mehr, wenn Herr Ramelow dann die Stimmen dann genau fehlen, die er gebraucht hätte. Na, wir haben ja jetzt auch, ich meine, wir gehen doch immer mehr in Richtung Unregierbarkeit. Also es ist ja jetzt schon so, dass es im Grunde, es ist ja eine Minderheitenregierung, die toleriert wird. Das ist auch nicht gerade einfach. Aber wie gesagt, ich finde, wir sollten eher darüber reden, warum ist eigentlich die AfD so stark? Ja, nee, ich bleibe bei der Unregierbarkeit. Also wenn es noch unregierbarer wird, ist es auch okay.
Ich wünsche mir, dass die Menschen, die jetzt auf der einen Seite gar nicht mehr wissen, wen sie wählen wollen, sollen, oder die aus Verzweiflung, aus Frust, aus Verärgerung AfD wählen, aber nicht, weil sie deren Positionen gut finden, sondern weil sie einfach der Regierung zeigen wollen, wie unzufrieden sie sind. Ich möchte, dass diese Menschen wieder eine seriöse Adresse haben. Deswegen treten wir an. Dann gucken wir doch, was passiert. Auch im nächsten Jahr mit den Landtagswahlen im Osten. Danke sehr für den Besuch heute. Vielen Dank, Sarah Wagenknecht.